Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute mal die Bundesliga-Prediction an, die ich mit einigen Friends vor, gut und gerne, Moment, jetzt muss ich mal gerade rechnen, weil es ist ja August, das sind ja dann nur 9 Monate, getätigt habe und ich habe ein bisschen Angst, bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich glaube, da war nicht viel Richtiges dabei. Leverkusen-Trikot ist natürlich am Start, ihr wisst es, ich habe immer in Bettwäsche geschlafen und ich sollte vielleicht mal mein Handy auf leise machen, vielen Dank dafür. Genau, wir schauen uns heute also die Prognose an und ich kann mich an nicht mehr so krass viel erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hatte auf jeden Fall ein, zwei stabile Takes dabei, aber auch ein, zwei, die komplett lost waren. Ich habe natürlich jetzt nur mal kurz wegen Ton gecheckt, sonst habe ich mir noch nichts angeschaut. Wir gehen einfach mal rein. Auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga-Setup für die Saison 23-24. Letztes Jahr habe ich den ganzen Bums ja noch alleine gemacht, dieses Jahr nicht. Dafür habe ich mir ein paar sehr, sehr nice Gäste eingeladen, aber das seht ihr gleich. Ich würde sagen, auch genug gequatscht, wir starten rein mit der ersten Frage. Jetzt sind wir eigentlich auf Full HD. Natürlich nicht. Meine Top 7, Bayern auf der 1, wie jedes Jahr ein bisschen langweilig, dann war bei Leverkusen auf der 2, die sich sehr, sehr nice verstärkt haben mit Xhaka, Hofmann und Co. Auch Boniface oder Boniface, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Boniface, ja wahrscheinlich. Sehr, sehr nice Stürmer. Wir haben Dortmund auf der 3, ich glaube, die haben noch zu knabbern nach dem letzten Jahr. Leipzig auf der 4, die haben einen Kunku verloren, Szoboszlai verloren und da auch nur teilweise gut nachgelegt. Bei Openda bin ich mir auch zum Beispiel nicht sicher, ob der so krass einschlagen wird. Dann und da haben wir den ersten schlechten Take. 1 Minute 30 Aufnahmezeit, Openda wird nicht einschlagen, super gemacht. Dann haben wir Union auf der 5. Union auf der 5. Ich nehme alles zurück, der Take ist noch viel schlechter, das ist ja geisteskrank. Frankfurt auf der 6, ich glaube, die machen das mit der Champions League ganz gut. Nach der enttäuschten Saison geht es mal wieder nach oben für die Eintracht. Und auf der 7 haben wir meinen persönlichen No-Take, Borussia Mönchengladbach. Viel wurde schlecht gespielt, aber ich halte sehr, sehr große Stücke auf Gerardo Seoane und der wird die Gladbacher mit in die Conference League wahrscheinlich dann führen. Bayern 1, okay, Dortmund 2, ich glaube, ich habe sogar noch, hat es nicht ins Video reingeschafft, ich habe sogar noch danach gesagt, dass das ein sehr knapper Meisterschaftskampf werden wird, das war zumindest der eine stabile Call, aber Union auf der 5 ist natürlich absolut wild. Gladbach, muss ich sagen, da stand ich direkt hinter, ich habe irgendwie das Gefühl, jede Saison sehe ich Gladbach irgendwie stärker, als sie eigentlich sind und dann enttäuschen sie mich immer. Ist natürlich schade, aber ja, das war nix. Top 7, ich gehe rein mit Platz 1, Borussia Dortmund, man ist hungrig, man ist bissig, man hat Bock, Dortmund. Ja, Danny. Und wird Meister. Dortmund auf die 1. Auf Platz 2, Bayer Leverkusen. Da ist schon der. Aber er hat auch Leverkusen auf der 2. Der erste Hot-Take mehr oder weniger. Ich glaube, Bayer Leverkusen wird diese Saison richtig ballen. Xabi Alonso hat verlängert. Man hat super Transfers getätigt. Ich glaube sogar, dass man vor dem Bayern landen wird, denn die Bayern. Hat er gerade gesagt, Xabi Alonso wird verlängert? Hat er das gecallt? Das ist ein starker Call. Bayern landen bei mir auf Platz 3. Und das liegt schlichtweg einfach daran, dass ich glaube, dass dieses FC Hollywood-Gehen noch nicht komplett raus ist. Junge, was ist mit ihm? Ich bin mir sicher, dass man Kyle Walker nicht verpflichten wird, Stand der Aufnahme. Wahrscheinlich wird jetzt hier eingeblendet sein, dass es passiert ist. Harry Kane wird nicht kommen, genau das gleiche, wird es eingeblendet sein. Ah ja, genau. Es war so, dass der Conan, Shoutout an Conan, ein bisschen länger gebraucht hat, weil er busy war mit, was weiß ich, mir das Video zu schicken. Deswegen weiß er in seiner Prediction, dass Harry Kane kommt und wir wussten es nicht, weil das genau in dem Zeitraum da irgendwie dann bekannt gegeben wurde. Und das dauert ja auch noch so ein bisschen, bis das Video dann geschnitten ist und so weiter und so fort. Das sollte ja pünktlich online kommen. Deswegen verzeiht uns, dass wir da nicht so viel über Harry Kane geredet haben. Außer jetzt hat er und er sagt halt, er kommt. Und dementsprechend wird man mit einem Stürmer reinstarten. Ja. Der vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Paradelösung für die Bayern ist. Von daher gehe ich auf Platz 3. Auf Platz 4, RB Leipzig. Weiter hinaus wird es auch nicht für die gehen. Auf Platz 5 gehe ich mit dem SC Freiburg. Denn ich glaube, dass dieses Jahr Freiburg. SC Freiburg vor Union Berlin landen wird. Man hatte einen wilden Zweikampf in der letzten Saison. Ich bin mal davon überzeugt, Union schafft es auf Platz 6. Auf Platz 7 habe ich die Eintracht aus Frankfurt. Das ist eine stabile Top 7, muss man einfach sagen. Dennis, stabile Top 7. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass Frankfurt es dieses Jahr wieder schafft. Topmüller wird einen guten Job machen. Die Plätze 1 bis 7 in der Bundesliga. Junge. Meine Liste steht und es gibt vielleicht die ein oder andere Überraschung. Für mich aber nicht in Sachen Meisterschaft. Hat er Stuttgart drin? Also ich weiß nicht, ob jemand Stuttgart überhaupt Top 7 hat. Ich glaube, der FC Bayern München wird das ziemlich souverän über die Bühne bringen. Deshalb Bayern auf Platz 1, Dortmund auf Platz 2, Leverkusen, überragende Sommertransferphase bis dato mit Xhaka, mit Boniface, mit einem... Er sagt auch Boniface. Hofmann. Und deshalb glaube ich, ist Leverkusen ein Kandidat für Platz 3. Leipzig hat unter anderem einen Kunku oder auch Szoboszlai verloren. Hat aber genau dasselbe gesagt wie ich, aber macht halt auch Sinn. Leimer hergeben müssen, hat natürlich auch ganz gut eingekauft. Nichtsdestotrotz sehe ich sie nicht ganz so stark wie vor der ganzen Verkaufsphase, sage ich jetzt mal. Leipzig auf 4. Auf Platz 5 habe ich Frankfurt, weil ich glaube, mit der Conference... Das ist auch stabil. Die kann man auch gut rotieren und hat dann auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit, auch wieder in Richtung Europa League zu kommen. Platz 6, der VfL Wolfsburg. Ja, nee,
Nee, nicht so richtig. Doch auch mit denen muss man immer rechnen. Wenn es unter Kovac so richtig läuft, ist man individuell eine Supertruppe. Und auf Platz 7, und das meine große Überraschung, der SV Werder Bremen. Oh, geil. Finde ich aber geil. War ja zwischenzeitlich auch gar nicht so unrealistisch, ne? Also Bremen hat ja mal an Europa gekratzt, jetzt auch hinten raus. Hat es dann, glaube ich, nicht ganz geschafft, aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Eine coole Mannschaft, auch unter Ole Werner spielen die super Fußball, wie ich finde. Warte mal, ist Bremen in der Europa League? Wo ist Bremen überhaupt gelandet am Ende? Bundesliga, ich habe die Tabelle nämlich gar nicht so auf dem Schirm. Nee, Bremen hat es knapp nicht geschafft, weil Heidenheim noch auf die 8 ist. Ich dachte, wie Bremen wäre auf der 8 gewesen, aber macht Sinn. Schneller nach Europa, als man sich das vielleicht von vornherein hat erträumen können. Finde ich meine gut. Top 7 von unten, Borussia Mönchengladbach, ich glaube. Ey, er hat auch Gladbach auf der 7. Conan, mein Mann, Junge. Mit Gerardo Seoane werden sie nicht so schlecht sein, wie viele erwarten. Platz 6, Eintracht Frankfurt, die beste Mannschaft für mich in einem schwachen Bundesliga-Mittelfeld. Platz 5 und... Das ist auch ein guter Call, ne? Weil dieses Schneckenrennen um Europa, das war schon sehr krass. Union Berlin, super konstant mit ihrem... Er hat Union auch auf 5. Er hat Union auch auf 5. Wir haben es einfach genau gleich. Spielstil Platz 4, Bayer Leverkusen. Ich glaube, die dürften ganz lustig werden, aber eben nicht super konstant. Platz 3, RB Leipzig. Krasse Qualität, auch krass, wenn sie viel verändert haben. Leverkusen und dann die 4. Top 2, wie immer. Und ich glaube einfach, dass Bayern unfailable ist mit einem sehr, sehr guten Kader und vor allem Harry Kane, Dortmund auf 2. Ja, mit einem sehr guten Kader, aber auch einem sehr dünnen Kader halt, ne? Dortmund auf 2. Mit Dear Serviceman. Oh, einfach Werbung. Junge. Nee, das zeige ich jetzt nicht ins Video. Da seht ihr, was ich für ein Creator bin, ne? Einfach Werbung in die Videos ballern. Frechheit. Wer wird absteigen? Boah, da könnte ich ganz gut gewesen Absteiger sein, dieses Jahr ist eigentlich nicht so schwierig wie letztes Jahr, sollte man zumindest meinen, denn die beiden Aufsteiger, die hochkommen, sind auf den ersten Blick eher schwach unterwegs und ich glaube auch, dass es mehr oder weniger die beiden wieder in die Abstiegsregion auf jeden Fall ziehen wird. Es wird nicht so sein wie Werder Bremen, die letztes Jahr ja gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich gehe auf der 18 mit Darmstadt, ich finde es auch für mich... Ja... Aber ich hatte Heidenheim nicht auf der 17. Mich relativ schwierig, generell die Aufsteiger einzuschätzen. Vielleicht werde ich auch überrascht, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber Darmstadt auf der 18, dann haben wir Bochum auf der 17. Das ist auch gut. Und ich glaube an Frank Schmidt, meinen Bruder. Heidenheim auf der 16, die sich dann in der Relegation durchsetzen. Nein, oh, ich hatte Köln dann auf der 15, glaube ich, ne? Oh, ich dachte, ich hätte Köln auf die Relegation gebracht und Heidenheim auf die 15. Da wäre ich sehr stolz drauf gewesen. Aber Heidenheim ist jetzt Achter geworden, das ist schon mal nicht so gut. In der Bundesliga bleiben. Absteiger, Absteiger, Absteiger. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Jahr Heidenheim nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Alter, Danny ist einfach der beste Mann, und wirklich, man wird wahrscheinlich so auf Platz 15, 14 vielleicht landen. Ja. Ich habe auf jeden Fall trotzdem einen Aufsteiger mit im Abstiegskampf. Aber zunächst einmal Relegationsplatz, VfL Bochum. Alter, krank. Es wird dieses Jahr noch schwieriger, weil einfach die Mannschaften, die letztes Jahr im Abstiegskampf mitgekämpft haben, entweder abgestiegen sind oder sich aber sehr gut verstärkt haben. Dementsprechend glaube ich, dass Bochum es dieses Jahr auch wieder schwierig haben wird, wird sich allerdings in der Relegation am Ende retten. Auf Platz 17. Na gut, das sieht gerade nicht so aus. Stand der Aufnahme hat Düsseldorf 3-0 das Hinspiel gewonnen. Da wird es langsam mal Zeit. Sorry an alle Augsburg-Fans, aber Augsburg wird absteigen. Augsburg? Okay, es tut krass. Mir leid für Enrico Maaßen, aber ich habe irgendwie... Ja, den gibt's auch nicht mehr. Das Gefühl, man dreht sich jetzt schon das vierte Mal hintereinander irgendwie im Kreis. Und auf Platz 18, Darmstadt. Ja, ich glaube, den Call hat aber jeder gemacht. Würde Darmstadt es wirklich haben, dass man in der Liga bleiben kann. Es wird sehr, sehr hart. Man wird sehen, ich glaube aber, dass Darmstadt auf Platz 18 direkt absteigen wird. Was die Abstiegsränge inklusive Relegationsplatz angeht, ja, da bin ich tatsächlich vermutlich wie viele von euch da draußen auch recht voreingenommen. Also ich glaube, er hat beide unten. Denn ich habe tatsächlich auf Platz 18 den ersten FC Heidenheim. Okay, das ist crazy. So einer der zwei Aufsteiger und der andere ist halt auf Platz 17 mit dem SV Darmstadt. Beim VfL Bochum, die habe ich auf Platz... Auch nicht schlecht, ey, gut. 16 sehe ich auch nicht die Qualität. Teams, die unten mit dabei waren und vielleicht Kandidaten in Richtung Abstieg sein könnten, haben auch super zugelegt, unter anderem auch der VfB Stuttgart. Von daher sehe ich Bochum tatsächlich nach den beiden Aufsteigern, die ich als direkte Wiederabsteiger sehe, als das Team, das in die Relegation muss. Ja, ist auch okay. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal zwei so schwache Aufsteiger gesehen haben. Zumindest was die Kader angeht, sind die zwei Teams eigentlich chancenlos. Darmstadt 18, Heidenheim 17 und ich sehe den FC Augsburg auf Platz 16. Ja, ich find's krass, dass man Heidenheim einfach super wenig zugetraut hat, ey, ne? Und sie zeigt einfach nur, was Frank Schmidt mit denen gemacht hat. Das ist schon wild. Boah, das kann ich mir nicht angucken, Leute. Das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Torschützenkönig sollte man eigentlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie predicten können, denn die Bayern haben halt vorne gerade absolut keinen Top-Stürmer. Gut, wie gesagt, Harry Kane war noch nicht verpflichtet. Dem ich das zutrauen würde. Klar, Musiala hat auch viel Score gemacht letzte Saison, aber ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich Torschützenkönig wird. Dann Leverkusen hat mit Schick und Boniface eigentlich keinen klaren Stürmer. Die Frage ist, wer da die ganze Zeit spielen wird. Leipzig, man könnte Openda nehmen, ist aber ein unbeschriebenes Blatt. Deswegen gehe ich mit Sebastian Haller. Ja, gute Nacht, Alter. Sebastian Haller. Wir gucken jetzt mal live im Video nach, wie viel Scorer dieser Mann gemacht hat. Sebastian Haller. Ich würde sagen 3. Gucken wir mal nach.
Er steht bei, ja, stabil 1. 14 Spiele gemacht, 1 Assist, 0 Tore. Der Mann hat in der Bundesliga nicht ein einziges Tor geschossen. Ich meine, er hat 2 im DFB-Pokal, aber oh Mann. Ist jetzt mittlerweile wieder komplett fit und ich glaube, wenn der die ganze Saison durchrasieren kann, dann wird der Tor schießen. Also das war auch wieder ein gottlos schlechter Take, ne? Ich gehe mit einem neuen Stürmer rein, der die Bundesliga noch nicht so richtig kennt, nämlich Victor Boniface. Dieser Mann ist 1,90 und ist einfach eine Wucht. Er passt perfekt ins Spiel von Leverkusen, kriegt mit Grimaldo und Frimpong von der Seite komplette Flanken die ganze Zeit reingedonnert. Ja. Hofmann ist auch noch da drin. Es wird, glaube ich, richtig knackig. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich Boniface hier richtig viele Scorer sammeln wird. Finde ich gut. Ich meine, er war ja auch verletzt länger, ne? Also die Frage ist, was hätte er gerissen, wenn? Wir können ja auch mal bei Boniface einmal gerade nachschauen, wie viele Scorer der Mann gemacht hat. Aber es sind auf jeden Fall deutlich, also ich würde jetzt so 20 aus dem Bauch raus sagen. Er hat, sogar mehr, er hat 23 Scorer gemacht. 14 Tore und 9 Assists, das ist auf jeden Fall ordentlich und das Ganze auch natürlich nur in der Bundesliga. Und am Ende auch tatsächlich Torschützenkönig wird. Wer schießt die meisten Tore in der Bundesliga? Wer holt sich also die Torjägerkrone ab? Ich habe Stand Davy jetzt Selke. Noch ein Sebastian Allaire vom BVB. Er hat auch Allaire. Der aufgrund seiner schweren Tumorerkrankung im Vorjahr nicht zu 100% Einsatzzeit kam. Aber ich glaube, spielt er eine komplette Saison durch und das könnte, und das hoffe ich, jetzt in diesem Jahr dann auch der Fall sein, dann glaube ich, dass Sebastian Allaire die Liga zerschießen könnte. Ja, so mittelstellig im, 20er-Bereich. Ja, ich sag mal so 5. Ja, war ganz knapp daneben mit ungefähr mittelständig 20. 25 Tore traue ich dem auf jeden Fall zu, wenn der BVB natürlich offensiv ihre Effizienz auch auf den Platz. Ey, aber ich fühle mich ein bisschen besser, Leute, ne? Er hat es auch falsch. Und wenn er das nicht macht, und das ist halt ein Transfer, der noch nicht offiziell ist, dann wird's Harry Kane. Ne? Also wenn Harry Kane in die Bundesliga wechselt, würde ich auch zu einem Harry Kane tendieren und nicht zu einem Sebastian Allaire. Denn ich glaube, kommt Kane zu den Bayern, könnte der sogar 30 plus machen. Das hat er sich wieder gerettet. Wäre mal so meine Prediction. Bei den Torjägern sehe ich eigentlich nur zwei Leute, die Harry Kane echte Konkurrenz machen können. Der erste ist Sebastian Allaire. Er hat auch Allaire. Der wird aber wahrscheinlich zum Afrika-Cup fliegen und deswegen einige Spiele verpassen. Der andere ist Lois Openda. Also der Afrika-Cup war nicht das Problem. Der ist aber natürlich das erste Mal in der Bundesliga, wird ein bisschen Zeit brauchen. Ähnliches gilt für Victor Boniface. Und deswegen meine Nummer 1 hier, Harry Kane. Macht Sinn. Top-Transfer. Boah, ich glaube, da war ich gut, oder? Irgendwas erinnert mich an daran. Ein Top-Transfer ist einer, den wahrscheinlich nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, dass er entgegen der Erwartungen extrem gut einschlagen wird. Die Rede ist von Marcel Sabitzer. Oh, ja. Hinten raus war es ganz gut. Aber der schafft es höchstens in die Top 10 Transfers oder so. Von den Bayern zu Borussia. Ich dachte, ich hätte Xhaka genommen, Mann. Gewechselt. Ich glaube einfach, dass er da diese Rolle des offensiven Sechsers, offensiven Achters, die er wahrscheinlich spielen wird, sehr, sehr gut bekleiden kann. Und viele, viele Leute haben, glaube ich, vergessen, wie krank der Mann in Leipzig war. Wenn ich da an die Tore zurückdenke, was er da gerissen hat. Plus, er ist auch in der Offensive variabel einsetzbar. Bei Dortmund wird der Mann aufblühen und der Top-Transfer der Saison 23-24. Es gab sehr, sehr viele geile Leute, die in die Bundesliga gekommen sind. Ohne jetzt wieder auf Leverkusen rumzuhacken, die ich jetzt, glaube ich, hier schon viel zu hoch gepusht habe, würde ich sagen, dass mein Top-Transfer wahrscheinlich bei Xavi Simons liegt. Ich glaube, der Mann wird richtig... Okay. Auch gut. Sehr valider Call. Würde ich auf jeden Fall über Sabitzer sehen. Wer die Eredivise verfolgt hat, hat schon gesehen, was er drauf hat. Und ich glaube, da ist jemand wirklich in dem Making, der noch größer werden kann. Bei den Top-Transfers habe ich mich extrem schwer getan. Ich habe auch eine Liste, die tatsächlich ja noch in Klammer steht. Und einer steht vor der Klammer. Und das ist Granit Xhaka. Alter, big. Das wäre auch, wenn man Top-Transfer sich überlegt, gibt es eigentlich, finde ich, drei Namen, die da rein müssen. Das ist Mittelstädt, das ist Xhaka und das ist... hier, Grimaldo. Das sind, glaube ich, die drei Top-Transfers. Zuletzt war letztes Jahr aus eine lange um einen möglichen Sieg in der Premier League Kane, okay, ja, Kane, aber Kane war auch teuer. Man hat eine überragende Mannschaft. Er war dort einer der wichtigen Säulen im Mittelfeld und wechselt jetzt nach Leverkusen. Finde ich meinen absoluten Top-Transfer Nummer 1. In Klammer habe ich auch eine Leihe von Xavi Simons nach Leipzig, was ich mega interessant finde. Ein Kim zu den Bayern für 50 Millionen in. Der war jetzt nicht so gut. Verteidiger, der Typ ist absolute Weltklasse. Und auch Keita von Bremen. Wenn er denn. Cater von Bremen. Ich glaube, wir haben noch Flop-Transfer auch, ne? Mein Transfer der Saison ist Marcel Sabitzer. Alter, Conan und ich einfach so, Junge. Let's go. Ist total underrated gewesen bei den Bayern. Bei United dann wieder gezeigt, was er kann. Bei Leipzig war er früher sehr, sehr gut. Und er bringt Dortmund das, was sie unbedingt brauchen. Kontrolle in der Mitte, ähnlich wie Jude Bellingham. Er hat nicht seine Qualitäten, aber er wird ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Let's go. Flop-Transfer. So. Ja, das war ein guter Call von mir. Das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig zu belegen. Ich bin wirklich alle Transfers mal durchgegangen und es ist mir keiner so direkt ins Auge gesprungen. Viele, die gekommen sind, auch sogar ein Felix Nemetscher, bei dem glaube ich schon daran, dass der...
Finde ich gut. Halt vielleicht nicht komplett einschlagen wird, aber Flop ist ja schon, dass es gar nicht geklappt hat. Und deswegen bin ich gegangen mit Naby Keita. Ja, ich wusste doch, ich habe einen guten Call drin, Leute. Ich wusste es doch. Gar nicht, weil er es nicht kann, sondern eher, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Ich glaube, er hat jetzt auch am Anfang der Saison sich direkt verletzt. Das zeigt halt auch so ein bisschen, was man von ihm erwarten kann in der Saison. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber ich glaube, dass Naby Keita nicht viel spielen wird. Wenn er spielen wird, wahrscheinlich auch nicht so krank gut performen wird. Deswegen Naby Keita. Vor allen Dingen aber auch, weil er mit einer riesen Erwartung halt eben kommt, weil niemand gedacht hat, dass Bremen solchen Transfer eintüten kann. Naby Keita ist mein Das Top. Ist, wir sind jetzt über die Hälfte durch. Das ist der erste richtig stabile Take von mir und der war gar nicht so schwer zu machen. Also da brauche ich mir jetzt auch nicht so krass auf die Schulter klopfen. Ich freue mich nur, dass zumindest eine Sache richtig ist, aber das war gut, Transfer. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir weh, ihn zu nennen, aber ich glaube, es ist Hollerbach. Ich weiß nicht, ob es der Flop... Das fand ich auch, ich weiß, ich erinnere mich noch, das fand ich so lost, weil selbst wenn der jetzt 5 Spiele macht und einen Scorer oder so, dann ist es ja kein Flop-Transfer, der ist ja nicht gekommen als krasse Stütze. Flop-Transfer für Union. Und ist er nicht, ne? Also Hollerbach hat auch echt gut gespielt, der hat ein paar Türchen auf jeden Fall gemacht, auch ein paar Assists, wir können auch da mal kurz einmal nebenbei nachschauen, bei was der Junge steht. Ich meine, er ist 23, hat seinen Marktwert jetzt von, wir gucken mal, von 1 Million auf 3,5 gesteigert. Und wie viel Scorer gemacht? 5 Scorer. 1400 Minuten gespielt knapp in der Bundesliga. Also, das ist niemals Flop. Oder für Hollerbach selber. Aber ich glaube, der Mann wird keine große Rolle bei Union spielen. Er ist ein Superspieler. Aber irgendwie dieses Erhoffte, was man vielleicht so ein bisschen in ihm sieht, das wird, denke ich, nicht kommen. Flop-Transfer. Ich habe mich extrem schwer getan, weil das natürlich jetzt einfach nur reine Spekulation ist. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und dachte deshalb, ich mache es vielleicht gemessen an der bisher gezeigten Leistung plus die gezahlte Ablösesumme fest und habe Felix Metscher auf meiner Liste. Finde ich gut. Man hat 30 Millionen, sogar mehr. Nicht sogar 35 bezahlt? Als 30 inklusive Boni dann zahlen müssen dann den VfL Wolfsburg. Matcher zwar solide, ganz okay, aber für mich nicht der Spieler, der beim BVB den Unterschied machen kann. Aber wer weiß, vielleicht werde ich auch vom Gegenteil überzeugt. Finde ich auch gut, sehr valider Case, kann man auf jeden Fall bringen. Das ist mir extrem schwer gefallen, aber Felix Metscher wäre mein Flop-Transfer, auch wenn ich es mir nicht wünschen mag, weil ich finde es cool, wenn er beim BVB einschlagen würde. Ja. Mein Flop-Transfer dieser Saison wird Granit Xhaka. Wo kam der jetzt her? Das ist ähnlich wie Union auf der 5 bei mir. Nicht so der Banger-Call, wenn man ehrlich ist. Bei Bayer Leverkusen. 15 Millionen Euro waren für ihn, finde ich, sehr, sehr viel. Ich sage nicht, dass das ein schlechter Spieler ist, aber er wird nicht diesen Effekt haben, den sich viele da erhoffen. Aber krass, dass Conan da Xhaka genommen hat. Bei 15 Millionen, klar, der ist irgendwie jenseits der 30, aber das ist trotzdem nicht so viel. Und er hat halt, finde ich, wie kein anderer Transfer, so seine Mannschaft auch gepusht. Und vor allen Dingen auch zu einer Invincible-Saison. So. Trainerentlassung haben wir noch drin gehabt, geil. Wer war überhaupt die erste Trainerentlassung? Warte, wir gucken mal gerade, ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Es war Enrico Maaßen tatsächlich am 9.10. Und danach, relativ schnell danach, Bo Svensson und Urs Fischer und dann auch Jan Sievert. Okay. Also Enrico Maaßen wäre es gewesen. Erste Trainerentlassung. Das ist auch immer eine wilde Kategorie. Für mich entscheidet sich hier zwischen drei Leuten. Erstens Thomas Tuchel, wenn er eine katastrophalen Saisonstart hat, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Bayern da wieder schnell reagieren. Daran glaube ich aber nicht. Ich habe ja auch die Bayern auf dem Meisterkurs. Ich bin vielmehr bei Niko Kovac. Ich glaube, sowas von guter Call. Ich meine, er ist ja auch entlassen worden während der Saison, aber nicht als erstes, trotzdem okay. Wolfsburg ist eine Achterbahnmannschaft, hat man letzte Saison auch gesehen, da geht's hoch, da geht's wieder runter. Und mit den neuen Leuten, die gekommen sind, wird er nicht klarkommen, deswegen wird Niko Kovac als erstes entlassen. Anderer Call wäre noch Matarazzo, bei dem ist... Das war nicht so gut. Auch so ein Ding, Hoffenheim hat letzte Saison um den Abstieg mitgespielt, glaube ich daran diese Saison, ja vielleicht, und dann könnte Matarazzo auch gehen, aber mein Call ist Niko Kovac. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon letztes Jahr den Case gemacht. Er hat es safe auch. Und muss ihm eigentlich treu bleiben. Ich muss Niko Kovac sagen. Ja. Niko Kovac wird als erster Trainer in dieser Saison entlassen und den VfL Wolfsburg verlassen. Ich hatte Thomas Tuchel kurz überlegt, aber das wäre, glaube ich, hart, wenn man nochmal die Nagelsmann-Geschichte Reloaded macht. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass Niko Kovac früher oder später von Wolfsburg weggehen wird. Absolut. Bei der ersten Trainerentlassung bin ich bei einem Team, das zuvor von mir auf Platz 16 predicted ist. Und zwar... Den hat er auf 16 und Bochum, ne? Da habe ich hier Thomas Letsch stehen vom VfL auch Bochum. Gut. Ich glaube nicht, dass Heidenheim und Darmstadt ihre Trainer recht früh tendenziell rauswerfen werden. Denn
Nee, nämlich gar nicht. Man ist ein Aufsteiger, man hat das wenigste Etat, man hat vermutlich auch rein qualitativ einfach die wenigsten und niedrigsten Möglichkeiten. Deshalb würde man wahrscheinlich eher an einem Schmidt oder an einem Lieberknecht festhalten, als der VfL Bochum, der jetzt die Klasse ein Jahr gehalten hat oder sich etabliert hat, in Anführungszeichen, in der Bundesliga, an Thomas Letsch. Das war, glaube ich, letztes Jahr schon mal so zwischenzeitlich ein bisschen auf der Kippe. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Bochum den ersten Trainerstuhl räumt. Hey, finde ich auch gut. Letsch ist ja auch rausgeflogen. Ob das jetzt zu Recht war, da kann man natürlich drüber streiten, aber ist auch ein valider Call. Meine erste Trainerentlassung der Saison ist standesgemäß beim VfB Stuttgart. Nach einer Relegationssaison, die sie gerade so überstanden haben, glaube ich, wird es nicht viel ruhiger und er wird rausfliegen. Oh. Hat der Hoeneß gesagt. Hoeneß bei Stuttgart raus. Das ist auch wild. Das ist wild. Größte Enttäuschung. Okay, ich weiß gar nicht, was das war. Das Spieler, Trainer, Mannschaft? Größte Enttäuschung. Es kann halt ein Spieler sein, es kann ein Trainer sein, es kann aber auch eine ganze Mannschaft sein. Weißt du, manchmal muss man einfach mal zuhören. Ich bin mit einer ganzen Mannschaft gegangen und es tut mir in meinem Herzen weh. Ich komme aus Köln, aber ich glaube, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass der erste FC Köln diese Saison mal wieder um den Abstieg mitspielen kann und entgegen der Baumgartschen Euphorie nicht irgendwie wieder nach Europa geht, sondern eher so in den Rängen 14, 15, 16. Ich glaube, ey, gut. Am Ende wird man nicht auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz beenden, deswegen habe ich... Okay, da war es wieder weg. ...mich auch die Absteiger so projektet, wie ich es gemacht habe. Aber der erste FC Köln wird es, glaube ich, schwierig haben, gerade weil mit Hector eine der größten Identifikationsfiguren weggebrochen ist. Aber ich glaube, Köln wird Probleme bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gladbach. Das, Dennis, Alter, also bis jetzt, wir müssen gleich am Ende mal überlegen, wer die stabilste Prediction gemacht hat. Ich bin aber bis jetzt bei Dennis. Ich glaube, Gladbach wird eine... sehr, sehr enttäuschende Saison spielen. Man absolut hat schon richtig. Letzte Saison als die graue Maus der Liga performt und ich glaube, auch dieses Jahr wird es nicht sehr viel besser. Man hat große Säulen verloren, man hat Thüram verloren, Stindl, Hofmann und so weiter und so fort, Benzebaini und dann sollen ja noch mehrere gehen. Du hast halt einfach wirklich den Stamm und das Gebilde der Mannschaft verloren. Dementsprechend glaube ich auch da, dass Seoane nicht unbedingt sehr, sehr viel Einfluss darauf haben kann, dass Gladbach so viel besser spielt. Ich würde es mir wünschen, weil ich Seoane und die Gladbacher mag. Und dass man auch als Gladbacher dann sich denkt, oh Junge, 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 wir sollten mal lieber aufpassen, dass wir nicht um den Abstieg spielen. Größte Enttäuschung. Sehr gut. Und das ist ähnlich wie beim Flop-Transfer natürlich reinste Spekulation. Und ich habe... Ja gut, ganz ehrlich, Chris, ne, das ist alles reinste Spekulation hier. Einfach mal Union Berlin aufgeschrieben. Ich habe... Hey, geil! Die letzten zwei Jahre niemals damit gerechnet, dass man sich von der Conference League dann in die Europa League und sogar jetzt in die Champions League spielt, habe ich nicht gedacht. Niemals. Also im wirklich 100 kalten Winter nicht. Ich finde aber Union Berlin hat rein vom Teamgefüge und vom Kollektiv eine super Truppe. Qualitativ aber finde ich nicht, dass es eine Mannschaft ist, die da oben mitspielen muss. Ich glaube jetzt mit der Champions League Dreifachbelastung, das könnte denen mal zum Verhängnis werden. Meine Enttäuschung der Saison... Sehr, sehr gut von Chris, wirklich. Werder Bremen. Typischerweise das zweite Jahr nach dem Aufstieg immer das schwerste. Ja. Werder hat eh schon abgebaut in der Rückrunde, plus die ganze Füllkrug-Thematik, Naby Keita wieder direkt verletzt. Ich glaube, das wird eine schwere Saison für dich. Ja, nee. Also enttäuschend war es eigentlich nicht. Es war wie zu erwarten eigentlich, oder? So, jetzt gibt es noch Hot Takes, ne? Okay, Leute. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwas Dummes. Da bin ich auch vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, was die anderen jeweils sich ausgedacht haben, weil da kann es ja theoretisch sehr, sehr wild werden. Ja. Wild ist es bei mir auch schon geworden, dass ich Gladbach auf 7 prickelt habe, deswegen bleiben wir auch bei Gladbach. Nein, nein. Mein Call ist, dass Neuzugang Thomas Tschwanschada wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen ist. Ey, ganz ehrlich, immerhin war der Name korrekt, ja. An dieser Stelle an ihn, tut mir auf jeden Fall leid. Der Mann wird 20 plus Scorer machen. Ja... Ja, ich weiß noch, ich habe mich damals so ein bisschen von diesem Highlight-Reel von ihm baiten lassen, weil ich mir so Videos zu ihm angeschaut habe und der war geisteskrank. Ja, hat gut losgelegt und dann ein bisschen abgebaut. Ich habe 20 Scorer gesagt, ich gucke mal gerade nach. Ich sehe, er hat 6 Scorer gemacht, 4 Tore, 2 Vorlagen, aber eigentlich nur 14 daneben. Ja, das ist passabel, oder? Ich habe mir viele Highlights von ihm angeschaut. Er ist ein sehr kreierender Stürmer, nicht nur jemand, der auch vorne den Torabschluss suchen kann, sondern auch die Mitspieler in Szene setzen kann. Ich glaube, das wird bei Gladbach sehr, sehr geil werden und entgegen der Erwartung war natürlich hoch. Hat dann aber nicht so viel gespielt, so, ne? Hofmann, Benzebaini, Thüram, Sommer, die sind alle weggebrochen. Ja, komm, aber Seoane wird die Mannschaft sehr, sehr gut formen und Thomas Tschwanschada wird einer der stützenden Säulen dort sein und macht 20 plus Scorer in der kommenden Saison. Ich habe sogar plus noch gesagt. Ich glaube, dass Marcel Sabitzer und Felix Metscher zusammen mehr als 25 Scorer machen werden. Okay, das müssen wir mal doppelt checken. Also Sabitzer hat auf jeden Fall ein paar Scorer gemacht, dass er auch mit Scorern gegangen ist. Eine Matcher dürfte nicht einen einzigen haben gefühlt. Sabitzer hat in dieser Saison 7 Scorer gemacht, 4 Tore und 3 Assists. Und dann gucken wir nochmal eine Matcher einmal.
Der Felix, der hat ein Tor und zwei Assists. Das sind, ja, 10 zusammen. 10. Er hat 25 gesagt. Ja, ist auf jeden Fall auf derselben Wellenlänge wie mein Call, ne? Und das wird dann allen zeigen, Marcel Sabitzer und Felix Metscher waren sehr, sehr gute Transfers für Borussia Dortmund. Hot Take, das ist also der letzte Punkt in dieser Folge und da muss ich mit meinem ersten FC Köln gehen und mit einer Legende, die innerhalb kürzester Zeit an so viel Sympathie bei Köln gewonnen hat, das ist Davy Selke. Ja, Mann. Er trifft auf jeden Fall 15 bis 20 Mal in... Oha, 15 bis 20 Tore, auch da gucken wir mal, ich wäre jetzt bei 4. Ich glaube, ich finde es geil, ich finde es sehr, sehr geil. Davy Selke hat tatsächlich 6 Tore sogar gemacht, das ist jetzt auch nicht so wenig, in 19 Spielen vor allem, wenn wir das hochrechnen, dann sind das auf jeden Fall so 11 Tore ungefähr, also nicht schlecht. Keine schlechte Saison von ihm, natürlich auch sehr viel verletzt gewesen leider. Guter Call von Chris. ...in dieser Saison und wird automatisch passend zur Heim-EM 2024 ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Ja gut, das war jetzt ein bisschen drüber, muss man ehrlich gesagt sagen, ne? Mein Hot-Take für diese Saison, es wird die letzte von Youssoufa Moukoko im BVB-Trikot. Ich glaube, danach hat er die Schnauze voll davon, immer auf der Bank zu sitzen. Ja. Er wird woanders sein Glück versuchen. Okay. So Leute, okay, das war also unsere Saison-Prediction zur Saison 23-24. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Hot-Takes für die kommende Saison in die Kommentare. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, damit wir mehr solcher Videos machen können. Ist immer sehr, sehr viel Arbeit und über Support freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video, Wunderschön, wunderschön. Ja, wir können auch mal hier ein bisschen in die Kommentare gucken. Flop-Transfer, Xhaka war wild. Hot-Take, Girassi macht 20 plus Tore. DB96 ist stabil. Ich will noch ein paar Hot-Takes sehen. Wer da auf 7 hat er nicht gesagt. Mein Hot-Take ist, Grabo schaut sich das Video hier an und denkt sich, was habe ich mir nur dabei gedacht? Grüße gehen raus. Grüße gehen zurück an Wengaron. Ja, also auf jeden Fall. Girassi mit 20 Toren. Ja, das haben einige geschrieben. Aber war das so hot vor der Saison? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Rafael Guerreiro wird Flop-Transfer der Saison. Sabitzer macht den BVB zum Meister. Weiß ich nicht. Ja, also hier, es ist extrem lustig, das zum jetzigen Zeitpunkt anzuschauen. Finde ich auch. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Falls das euch auch Spaß gemacht hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Guck mal, ich habe ja sogar selber mein Video Daumen hoch gegeben. Selbstliebe ist einfach wichtig. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft mir mehr, solche Videos zu machen. Ganz, ganz viel Liebe an euch, falls ihr bis zum Ende am Start geblieben seid. Und habt noch einen wundervollen Tag. Wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Video oder Podcast. Bis dahin, bleibt safe und habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.